Hallöchen, meine lieben Freunde von lang vergangenen Aufnahmen und willkommen zurück zur Let's Play The Witcher mit eurem lieben Metzel. Ja, während die gute Abigail hier fleißig am Kern ist, machen wir uns direkt schon mal weiter. Lang als her, circa anderthalb Monate. Ja, da kam so ganz zufällig Finding Paradise dazwischen. Das musste ich unbedingt machen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt, wo ich privat die ganze Zeit Witcher 2 am Spielen bin, muss es jetzt einfach wieder Witcher 1 sein. So, ich muss gerade mal gucken, mein Handy macht gerade, was es will. Das soll ja so nicht sein, ne? So, ausmachen. So, gut. So, dann schauen wir mal. Wir wollten, ich habe extra nochmal reingeguckt in die letzte Aufnahme, wo sind wir da eigentlich? Wir sind da hinten. Wir wollen dahin. Wir wollen jetzt mal hier ordentlich was zwischen die Kiemen bekommen. Oder zwischen die Beine, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollten wir, wenn das Gelecke aufhört, bitte. Hallo? Was soll der Mist? Wir haben jetzt keine Schwierigkeiten, sonst hau ich dich kaputt, du Spiel. Wir wollten, was habe ich denn hier für Frames? Was soll denn das hier mit den Frames? Was ist das hier für eine Kacke? Will mich da irgendwer ärgern im Hintergrund? Ich hoffe nicht. So sehe ich mich gezwungen, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. So, auf jeden Fall. Wir wollten mal gucken in die alte Mühle, da die eine uns ja ganz fleißig was versprochen hat. Dass sie mit uns ganz intim werden wollte. Schau mal. Wie konnte ich nochmal hier was machen eigentlich? Das war das Wichtigste. Also wir haben gerade keine Kampfzeit, da kann ich kein Schwert ziehen. Das klingt komisch, ist aber so in diesem Spiel. Was geht mir gerade das Gelecke auf die Eier? Wie üblich, wenn ich was machen will, fängt es an zu lecken. So, hier drüben kam ich nicht runter. Ich musste hier einmal lang rennen, soweit ich mich erinnere. Oder kam ich da doch rum? Na, ich glaube nicht. Nee, stimmt ja. Unsichtbare Wände for the win. So, jetzt hat sich das Ganze, glaube ich, langsam stabilisiert. Ja. Ja, hat sich stabilisiert. Sehr schön. Gott. Ach ja. Lange ist es her. Es ist ein krasser Unterschied, echt. Wenn ich jetzt ganz der Witcher 2 am Spielen bin, ich freue mich schon auf Witcher 3. Alles mitnehmen. Allein von der Grafik her, das ist schon Meilenstein. Also ich freue mich schon, wenn wir Witcher 1 abgeschlossen haben und treten dann die Reise in Witcher 2 an. Magst du davon, dass das Kampfsystem irgendwie einfacher ist? So. Los geht's, los geht's. Ach, ich kann hier natürlich nicht durchlaufen. Oh, meine Güte, ey. Unsichtbare Wände sind echt das Letzte. Bock, 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 bock. Hier fangt mal einer eure Tante Hünilda da ein. Damit ihr hier die Leute nicht nervt. Kann ich hier nicht irgendwie irgendwas machen? Ja. Zwillingsomas. Zwomas. Die sogenannten. Oder hat die gesagt bei. Ich glaube, ich will schon mal reingucken. Gesuchtet. Nur Prima-Quests. Sekundär-Quests. Der ertrunkenen Vertrag. Status ist aktiv. Jawohl, das habe ich eigentlich schon abgeschlossen. Also, fürs Würfelspiel. Bin schon so weit? Echt? What the fuck? Charaktere, Abigail, naja, wer war das denn nochmal? Na, scheiß auf. Finde ich schon. Wenn jetzt komme ich halt nochmal bei Nacht wieder. Ja, ja, ist ja schön, dass du müde bist, aber ich habe hier ein Dart. Also ein Date. Lauf, los, lauf, los, lauf, los, lauf, los, lauf. Gucken, ob sie vielleicht das an. Wie gesagt, ich meine aber. Abgeschlossen. Was soll denn das? Muss ich mit. Achso, sind nur Tauben. Muss ich mir jetzt doch ein Lagerfeuer suchen, mal bis zur Nacht warten? Das wäre immer noch skandalös, wäre das ja. Alle aktiven Quests. Nee. So. Also ein Kapitel anzeigen und alles und jener. So. Begraben auf mir Wunsch. Ich hoffe, wir sind näher nach. Ja, ja, Ghoul-Vertrag. Ach, genau. Jetzt weiß ich wieder, was wir auch am Machen waren. Wir wollten einen Katzentrank brauen, da wir im Mausoleum in der Höhle und in der Gruft hier mal ein bisschen Stress schieben wollten.
Da wir aber nichts gesehen haben, brauchen wir erst den Katzentrank. Ah! Ich erinnere mich wieder. So ganz sachte und leicht. Kommt doch sämtliche Erinnerungen zurück. Aber ich will jetzt erstmal ohne Scheiß wissen. Meine Beine sind schon wieder mit Kot beschmiert. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann solltest du mal besser darauf achten, wohin du latschst. Ja, wenn da einer neben mir hocken würde mit Scheiße am Schuh, dann wird mir auch schlecht werden. Hier gab es doch ein Feuerchen, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Das ist ein Lagerfeuer? Ne, gab es nur unten am Fluss. Dann halt runter zum Fluss. Was? Zum Geier. Die können aber auch so schön Müll reden, die NPCs manchmal. Wo ist mein Feuerchen? Da ist mein Feuerchen. So. Leider kann ich hier ja nur an Feuer meditieren. Bei Witcher 2 haben sie zum Glück das Ganze ein bisschen behoben. So, was sind hier? Dämmerung. So, machen wir mal ein bisschen weiter. 5 Stunden müsste reichen. Meditation starten. So, sehr schön. Genug meditiert. Auf, wie geht's? Hier lang. Oh, was denn jetzt schon wieder? Oh, ne, schon wieder. Hallo? Hallo? Schwerzin? Ja, Moment. Moment. Bevor ich mir jetzt hier vollkommen verkacke. Schwerzin, oh cool. Wuhu! Eieiei. Wie konnte ich denn nochmal hier mein. Nicht Spiellade? Nein, ganz schlecht. Steuerung. Mein Zeichen aktivieren. Ich weiß schon gar nicht mehr alles. Oh, ich bin jetzt das andere. Art, ja, das ist klar. Felder, Metallkarte, Kamera, Alchemie. Ja. Links Waffe verstecken, Schwert ziehen. Ja. Ach genau, so geht das. Ich entsinne mich. Wir wollen aber diesen Kampfstil bitte beibehalten. So. Tabulator ging das hier. Ja, damit konnte ich das schön auspacken. Richtig. Mich entsinne ich. Ich entsinne mich. Oh, komm her. Sei bloß ruhig, Wauzi. Na komm. Kacke hin. Oh. Ein Drowner. Hallo? Fail. Egal. Leichengift. Oh, nehmen wir mit. Weißt du, was es gut ist? Okay, jetzt sehen hier nochmal. Warte, da kann ich nur einzeln machen. Ich muss erst wieder reinkommen hier, das ist ja furchtbar. Jetzt hoffe ich nur, dass es auch stimmt, was hier einer gesagt hatte. Andernfalls werde ich nochmal in meinen Aufzeichnungen nachforschen müssten. Tach. Ihr habt nichts gesehen. Ich bin nur ein einfacher Witcher, der hier durchkommt. Ja, genau, das ist zum Glück das Hexerschwert. So. Ja, da steht es ja tatsächlich. Wir speichern aber gerade mal. Das Fach, speichern. Sehr gut. Wenn die Dame schon auf mich wartet. Vesna Hut. Endlich. Ich dachte schon, ihr kennt nicht mehr. Dieser Ort ist so gruselig. Habt ihr den Wein mitgebracht? Ja. Ich habe noch einen Wein gekauft, ne? Das bin ich mir ziemlich sicher. Tafelwasser, nein. Ah ja, da. Oh, danke. Ich fühle mich gleich viel mutiger. Ich mich auch, Baby. Könnt ihr mir die Mühle zeigen? Natürlich. Was immer ihr wollt. Schönheit vor Alter. Vielleicht sollte ich doch nicht. Ich könnte meinen neuen Rock schmutzig machen. Keine Angst. Wir Hexer haben auch dafür eine Lösung. Haha.
Passt auf, wo ihr hintretet, Idiot. Okay. Was gibt's? In der alten Mühle spukt es wieder. Sieht so aus. Vielleicht brauchen wir einen Hexer, der sich das ansieht. Wenn man sie mal braucht, ist nie einer da. Wir müssen wohl abwarten. Wenn hier heute ein Ungeheuer ist, ist es morgen wohl auch noch da. Sinnlos, jemand anderen da reinzuschicken. Ich glaube, ihr missversteht die Situation ein bisschen. Ja. Die haben die Situation gänzlich missverstanden. Jetzt wieder abgeschlossen, oder wie? Abgeschlossen. Achso, das ist abgeschlossen. So, sehr schön. Hätte den Punkt auch erledigt. Messner. Ja, ja, ein resolates Mädchen. Ja, 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 ja. Von wegen. Eine geile Alte hier. Die haben eine schöne Karte geschenkt hat. So, Triss natürlich, ne? Die gute. So, jetzt schauen wir mal. Quest. Jetzt wollen wir mal hier Butter bei die Fische bringen. Gute Gruft. Man muss die Gute in der Gruft töten, genau. Ich. Sollte mir nochmal jetzt etwas suchen. Inventar. Kann ich hier nicht irgendwo die Tränke einsehen? Ich bin mich unsicher. Das sind die, die ich habe, das ist klar. Das bin ich selbst. Das ist die Karte, das ist das System, das ist Schließen. Tagebuch. Genau. Formeln für die Katze. Ah, was brauche ich denn alles? Zubereitung. Ein Rebis und zweimal Querback. Das packe ich doch bestimmt. Also das ist mein Zeug. Ich habe nichts, wo ich das rausgewinnen komme. Okay. Rebis habe ich. Zumindest einmal. Zweimal sogar. Das ist doch gut. Aber nichts muss. Boah, da kriege ich ja. Genau, das war auch der Grund, warum ich die Katze nicht herstellen konnte, weil ich diesen einen dämlichen Trank nicht hatte. Unbekanntes Kraut, unbekanntes Kraut, unbekanntes Kraut, unbekanntes Kraut, Nieswurz, Gesundheit. Grün, bringt mir nichts. Ich brauch. Kann nicht gesammelt werden, das ist auch schlecht. So, bringt mir auch nichts. Eine Feuerschelle, das bringt mir vielleicht was. Weil ich jetzt dafür sorge, dass der nächste Tag ist. Es geht mir nämlich hier tierisch auf die Eier. Morgengrauen plus eins mehr. So. So. Nächster Tag, guten Tag. Wieder aufstehen und weiter rennen. So, jetzt kann ich echt diese. So, kann ich hier wieder abernten. Nächster Tag, tatsächlich. Das ist ja cool. Oder habe ich die eben nicht abgeändert? Na, ist auch egal. Also, ich muss da rein. Anders ausgedrückt, ich muss erstmal einen Händler finden, der mir Kräuter andrehen kann, womit ich das Zeug rausgewinnen kann. Ist mir ziemlich egal, ob dir schlecht ist, Kollege. Da ist Nieswurz, weiße Myrte, Budenbesitzer, die haben doch. Ich will was von dir. Also nicht von dir jetzt direkt, sondern nur Mist. Weiße Myrte. Sehr schön. Welche Vitriol draus ist ja schön, aber nicht das, was ich brauche. Ach! So. Sollte ich mich sputen? Ein Fass. Wir machen es mal ein alter Rollenspielmanier. Ich nehme einfach mal alles aus, was wir so finden können. Feuerstein, sehr schön. Hähnchen. Das nehmen wir, die Mieswurz nehmen wir einfach mit. Die fromme Bräuerin. Sollte ich mich sputen? Wenn ich hier komme, auf jeden Fall. Tach.
Du stehst so in der Tür. Wieso kommt eine fromme Bäuerin aus dem Haus des Geist... Treppe nach unten. Aus dem Haus des Geistlichen? Muss ich mir Gedanken machen? Wer weiß, was der so alles treibt, der Geistliche. Mit wem? Und warum? So. Ihr hattet ja hier sonst... Nösch, ne? Spielerkapelle, genau. Mhm. Ah, muss ich jetzt echt nochmal... Unbekanntes Kraut. Warum ist das Kraut unbekannt? Stadtbewohner. Wollt ihr zur Hexe? Sie ist im Dorf. Was? Achso, ja. Da muss ich ja hin. Das scheint zufriedenstellend zu sein. So, also nochmal einsammeln, was wir so unterwegs finden. In der Hoffnung, dass wir vielleicht das kriegen, was wir... Das wir suchen, ist ja überall nur das Gleiche drin. Unbekanntes Kraut, ja, ist ja schön. Vielleicht hat ja die Hexe noch was für mich. Weiße Myrte, das ist eine Bäuerin. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Hast du eine Ahnung? Ich bin sehr gut. Ach man. Weißt du, wenn man da mal etwas sucht. Vor allem hier unbekannte Kräuter, das ist ja der größte Pfusch überhaupt. Bettler, Mädchen, Knabe. Kreis der Elemente. Der bringt mir hier aber nichts. Weiße Mütte, Reisende hat. Ah, ist mein Affe wieder da? Ah, mein Affe! Tag! Kennen wir uns? Nein. Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Shani kann nichts tun. Ja, ja, ja. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Geralt von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Cool. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. Ja. Ich habe keine Arbeit für euch. Das ist doch gut. Vielleicht sollte man bei jedem mal sagen, ja, hier. Jetzt wollen wir die weiße Myrte. Weißt du, was es gut ist? Alles mitgenommen. So, war der Jägersmann was für mich? Ich glaube ja nicht. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen suchen. Ja, du mich auch. Wie viel? Das kann ich euch nicht kommen. Sieht's aus. Ja. Da bin ich beruhigt. Ja, okay. Das, ich glaube, das Gespräch hatten wir ja schon mal mit dem. So, also, der verlangt auf jeden Fall Geld. Das ist gut. Also, wenn er einen Ertrunkenen tötet. Ich bin ein Salamander. Ich töte einen Kaufmann. Hat der vielleicht was? Bitte. Die verdammten Eichhörnchen greifen Konvois an. Genau wie im Krieg. Also, ich wollte gerade sagen, was können denn Eichhörnchen dafür, wenn du dämlich bist? Damit meint ihr ja die Skoratel. Damit meint ihr ja die Elfen und alles sonstige Schiss. Nieswurz, weiße Myrte. Nieswurz, weiße Myrte. Weißt du, mir wird ja schon der Fackel reichen. Hab ich ja gerade richtig gelesen. Kräuterkundler. Ich bin dran. Was? Siehst aus wie der Kerl von eben. Was hat es mit die... Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Ich bin Angst. Immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Okay, das brauche ich nicht. So, Kräuterkundler. Ohne Kack.